Also, da bin ich wieder. Hab meine Pizza. Ein bisschen Platz machen hier. Und dann werden wir uns jetzt schon irgendwie hier durchkämpfen. Irgendwie. Controller. Ja, hier, bitte. Bitte, da ist sie. Nom 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 nom. Habe ich dich jetzt hungrig gemacht? Aber ich sag's mal so, zu meiner Verteidigung, das ist halt meine erste Mahlzeit heute, ne? Also, ich habe hier keinen Platz irgendwie. Moment. Ich versuche gerade irgendwie die Pizza hier unterzukriegen. Jetzt geht's. Das ist meine erste Mahlzeit für heute. Da darf man ja mal sich eine Pizza gönnen, oder? Links. Und wenn ich jetzt nach links gehe, dann bin ich in der Sackgasse. War nicht so gut. Sehe noch nicht so richtig den Weg. Kann ich nach links? Nach oben kann ich auch nicht. Das sind Felsen. Du siehst den Felsen vielleicht nicht, weil der Kopf das blockiert. Aber da ist ein Felsen. Geht nicht nach oben. Und es geht auch nicht nach links. Sonst wäre es ja einfach. Sonst hätte ich das ja schon längst gelöst. Oh yeah, baby! Das sieht ja putzig aus.
Was ist denn das für ein Skin? Für ein Typ ist Kyurem. Eis? Ich hoffe, er überlebt noch einen. Oh ja. Gibt doch nichts Geileres als Pizza aus Mampfen und Legendaries zu fangen, hä? Nom nom. Perfekt, Alter. Die Form kennt man normalerweise, ne? Drache und Eis. Es generiert einen mächtigen, abfrierende Energie in sich selber. Aber sein Körper wurde eingefroren, als die Energie ausgetreten ist. Okay. Es generiert Kälte in sich, ja? Okay. Herrlich. Herrlich. Haben wir die drei Drachen gefangen. Und jetzt? Gibt's hier noch irgendwas? Ach, ist der Ausgang, ne? Kommst du auch gar nicht woanders hier hin, oder? Du wirst mehr oder weniger gezwungen, ja? Du kannst nirgendwo anders hin. Okay. Also war es in der Tat Kyurem. Es muss gespürt haben, dass Reshiram und Zekrom sich wieder vereint haben. Also ist es ihnen hierher nach Johto gefolgt. Gliscop, wusstest du, dass Reshiram und Zekrom einst ein einzelnes Pokémon waren? Aber eines Tages, aus unbekannten Gründen, hat sich das Original Drachen-Pokémon in zwei Teile geteilt. Als das passierte, wurde auch noch ein dritter Drache von den Überresten erschaffen. Kyurem. Ich glaube, die Fusionstechnologie könnte es möglich machen, die drei wieder zusammen zu vereinen und den Originaldrachen wieder zu erschaffen. Ich habe gehört, dass die Silphco eine Maschine hatte, die eine Dreifachfusion ausführen kann. Ist das wahr? Ich bin mir sicher, ich werde es erst noch ein bisschen fein einstellen müssen. Wird auf jeden Fall etwas Zeit brauchen. Gliscop, ich werde an der Dreifach-Fusionsmaschine arbeiten gehen. Ich hoffe, du kommst mich besuchen, wenn sie so weit ist. Und dann können wir es versuchen, den Originaldrachen aus Reshiram, Zekrom und Kyurem wiederherzustellen. Ich habe einen Telefonchip in deinen Pokédex eingebaut. Ich werde dich anrufen, wenn meine Maschine bereit ist. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, das ist ja cool, oder?
Ja, cool, da können wir das demnächst irgendwann. Oh, alles zu. Wenn ich jetzt kein Flug-Pokémon dabei hätte. Wenn ich jetzt kein Flug-Pokémon dabei hätte. Ich hätte ja auch zu einem See hochlaufen können, als der noch nicht eingefroren war. Wie würde ich denn dann hier rauskommen? Gut, mittlerweile habe ich sogar das Item für Flug. Ich irgendwo. Aber was ist, wenn ich das noch nicht hätte? Wie wäre ich jetzt hier rausgekommen? Kann man hier nicht benutzen? Man kann hier Flug nicht benutzen? Der Stein glüht hellblau, anfassen. Ein warmer Wind. Ah, okay. Jetzt kann man wieder. Jetzt kann man wieder. Ich wollte gerade sagen, ey. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann ja nicht rausfliegen. Ist zu kalt? Es ist zu kalt zum Fliegen? Sind wir jetzt fertig mit Johto? Ich glaube, wir sind mit Johto fertig. Wir haben den Mogelbaum aufgemacht. Wir haben alle Arena-Leiter besiegt. Ich würde sagen, wir könnten uns jetzt auf den Weg machen. Zum Mewtwo. Und dann hinterher die Savvy Islands noch. Wenn wir das jetzt heute, morgen vielleicht so in dem Zeitraum abschließen können, dann sind wir, dann haben wir uns echt gut an den Plan gehalten. Ab Freitag geht nämlich Palworld los. Ab Freitag geht Palworld los, ne? Ja, da liegen wir jetzt echt gut im Zeitplan, Leute. Bin ich froh. Geil. So läuft das. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen Kanto Griever wieder mit. Zum einen, weil wir ja in Kanto sind. Zum anderen einfach nur, weil... Wie sonst soll ich Mewtwo fangen, ohne Einschläfern? Das wird so schon schwer genug. Ich weiß nicht, ob wir das komplette Team jetzt wieder auf Kanto umstellen. Nee, ne? Wir bleiben beim Johto-Team, aber wir nehmen den Kanto Griever immer mit rein, wenn wir was Legendäres fangen wollen. Ach, der Xela ist ja auch da. Hallöchen. Du hast ein bisschen was verpasst. Guck mal, was wir gefangen haben. Guck mal, was wir gefangen haben. Was jetzt? What the fuck ist das für eine Kreatur? Abra mit diesem Mund, ey. Scheußlich. Ach so. Total vergessen, dass ich Pflanzen-Pokémon ja gar nicht einschläfern kann. Und da sind wir. Die Azuria City Höhle. Ach, warum ist es hier dunkel?
War doch noch nie so. Und was gibt's hier für Pokémon? Oh! Ist das ein. Ist das ein Dodri? Und ein Rizeros? Und ein Chanera? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ist das ein Kadabra oder ist das sogar ein Simsala? Ne, das ist ein Simsala, ne? Okay. Da werden wir wohl ein paar von denen fangen und wenn ich die Liste durch habe, dann schmeißen wir Max Repel rein. Ich habe keinen Bock auf die Encounters. Sind das hier Löcher zum Reinfallen? Löcher zum Reinfallen? Wann gab denn sowas in dieser Höhle? Die haben die komplett umgebaut. Ich gönne mir jetzt ein schönes Kratzeis und dann baue ich meine Bildschirme ab woanders auf und dann warte ich auf einen Anruf, dass ich meinen PC im neuen Gehäuse abholen kann. Oh. Aber du hast den gleichen PC bloß im neuen Gehäuse? Bessere Belüftung oder warum? Oder einfach nur, weil er cooler aussieht? Und Kratzeis, du meinst so ein Shaved-Eis, ne? Wo man quasi wie so einfach nur so Wasser, richtig so ein Wasserblock ein bisschen abkratzt und dann Geschmacksstoff drauf macht, ne? Also so quasi japanisches Eis. Würde ich sowas nennen. Bei uns gibt's ja sowas eigentlich gar nicht, oder? Machst du das selber mit einer Maschine oder wie machst du das? So, für die, die jetzt nicht verstanden haben, was ich meine. Sowas hier, ne? Du hast einfach nur Wasser, gefrorenes Wasser, was so abgeschäft wird, ne? Abgekratzt. Und da wird dann halt so ein Geschmackssirup draufgekippt. Gekauft? Okay. Ich habe sowas in Deutschland noch nirgendwo gesehen. Deshalb nenne ich sowas immer japanisches Eis. Ich kenne das auch nur aus Animes. Dein PC ging nicht, weil der Lüfter zu groß war? Für Strom gefressen oder was? Kann ich mir das vorstellen? Und das Gehäuse hat nicht gut gelüftet oder was? Braun Kratzeis. Das klingt merkwürdig. Wegen braun. Und du weißt, ich traue dir prinzipiell nicht, ne? Gehäuse ging nicht zu, weil der Lüfter zu groß war. Ah, okay. Braun Kratzeis. Kratzeis. Okay, ist das quasi sowas? Also richtiges Wassereis mit Sirup drauf oder was? Kenne ich gar nicht. Dass es hier sowas gibt. Sehe ich zum ersten Mal. Muss ich mal schauen, ob ich sowas irgendwo sehen, irgendwo finden kann. Jetzt extra so eine riesen Palette auf Amazon bestelle ich nicht. Aber wenn ich das mal irgendwo sehe, wo ist das hier? Prospektangebot. Bei Familia Nordost. Was zum Teufel ist Familia? Kenne ich nicht den Laden. Hm, okay. Werde ich mal die Augen offen halten. Vielleicht gibt es das mal irgendwo im Angebot oder so. Oh, wir haben den letzten Splitter. Oder Prism oder sowas. Wer sich noch daran erinnern kann, da war... im Turm von Lavandia war ganz oben so ein Apparatus, der hat vier verschiedene Prismen gebraucht. Einen hatten wir im Mondberg gefunden, einen im Felsentunnel.
Ich dachte, der dritte wäre in den Seeschauminseln. Hat sich später rausgestellt, also heute rausgestellt, der war im Mount Morta in Johto. Und der vierte Prism, wie auch immer ich den nennen soll, ist jetzt hier. Das heißt, wir können dann auch die Quest abschließen gehen. Bin gespannt, was es da zu finden gibt. Wahrscheinlich auch wieder irgendein Legendary oder sowas, ich weiß nicht. Wir werden gerade irgendwie mit Legendaries zugeschmissen, habe ich das Gefühl. Ein Haufen Legendaries. Wir könnten. Wir haben ein Kanto-Team. Wir haben ein Johto-Team. Wir könnten mittlerweile ein komplettes Legendary-Team machen. Wenn ihr Lust habt und wir haben noch genug Zeit dafür, dann könnte man quasi sagen, wir machen die Savvy Islands mit einem Legend-Only-Team. Wir könnten jetzt noch Mewtwo holen. Wir könnten mal gucken, ob wir noch diese Triple-Fusion machen können irgendwie. Schauen, ob wir hier und da noch... Celebi, wir haben den GS-Ball bekommen. Wir könnten Celebi fangen gehen. Na? Wir haben heute den GS-Ball bekommen. Für Celebi. Also wenn ihr es wolltet und wir haben noch die Zeit pro Palworld, könnte man quasi nochmal ein neues Legend-Only-Team zusammenbauen für die Savvy Islands. Nur mal so zum Spaß zu machen, zum Abschluss. Hast du schon die Tänzer-Quest gefunden? Meinst du das mit Elder? Oder wie auch immer dieser Alder-Typ heißt? Mit Reishiram und sowas? Das haben wir gerade abgeschlossen. Ich habe gerade Kyurem gefangen. Ich habe jetzt alle drei Drachen. Falls du das meinst. Wir haben Reishiram plus Zekrom in einer Fusion gefangen und jetzt nochmal Kyurem. Meinst du das mit der Dancer-Quest? Ach das war Musiker. Das war Musiker. Die habe ich noch nicht gefunden, ne? Wir hatten ja schon einmal zufällig auf dem Mount Moon Square oben so ein Pokémon gefunden, was auf den Wolken rumsitzt. Hat sich rausgestellt, das gehört zu irgendeiner Musiker-Questline, die wir aber noch nicht gestartet haben. Deshalb konnten wir dort nicht weitermachen. Aber nein, ich habe noch nicht gefunden, wo man das startet. Mir fehlt auch noch, ich habe einen Hinweis bekommen von einem NPC, dass ein seltenes Pokémon auftauchen soll auf Route 42 bei Thunderstorm, also beim Unwetter, bei Gewitter. Das würde mir auch noch fehlen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwas Legendäres oder zumindest irgendwas Mythisches ist. Wie gesagt, wir haben mittlerweile so viele Legendaries zusammen, wir könnten nochmal ein Team bauen. Einfach mal so zum Spaß für die Savvy Islands. Wenn ihr da Wünsche habt, welches Pokémon oder welche Pokémons fusioniert mit welchen, sagt Bescheid. Wir müssen ja auch noch, fällt mir gerade ein, Raikoum fangen. Raikoum. Also Raikoum mit Suicune. Die haben wir entdeckt einmal. Und jetzt haben wir diesen Tracker. Wir müssen das Ding noch tracken. Ja. Also wir haben noch ein paar Legendaries offen. Und wenn wir die alle zusammen haben, dann könnten wir ein cooles Team bauen. Vielleicht. Also hier. Diesen Tracker habe ich. Raikoum ist gerade auf Route 35. Und wenn wir die beiden Hunde auch noch haben... Und die bei diesem komischen Legendary Freak da bei seinen Ditos da noch klonen lassen.
Also der hat so Dittos rumstehen und macht damit Legendaries nach. Wenn wir da die drei Vögel und die drei Hunde haben, glaube ich, können wir bei dem Arceus fangen gehen. Er meinte, er gibt uns dann so eine spezielle Flöte, die man braucht für Arceus. Muss ich mir dann mal aufschreiben. Oder ihr merkt euch das mal. Ich habe jetzt mein Büchlein wieder so weit weggelegt. Haben wir in diesem Spiel drei Teams gebaut. Kanto-Team, Johto-Team, Legendary-Team. Naja, ich dachte halt, dass wir dann wirklich auch Legendaries miteinander fusionieren. Also man bräuchte dann mindestens 12 Legendary-Pokémon, um 6 Fusionen zu machen. Ich hoffe, ich habe dann genug von denen. Ja. Oder wenn man etwas nimmt, was nicht Legendary ist für die Fusion, dann zumindest doch irgendwie mythisch, dass es eins so ein Pseudo-Legendary ist oder irgendwas mit richtig krassen Stats, sowas wie Slugging oder sowas, ne? Das ist was richtig Cooles. Oder wie heißt denn dieses Melodie-Pokémon, was nicht legendär ist, legendär ist, aber mythisch. Das kriegt man, glaube ich, dann in dieser Musikquest, von der ich noch nicht weiß, wo man sie startet. Melodia, genau, sowas. Weil dass man wirklich so ein Team dann baut, wo man sagt, ja, das ist Legend, wait for it, Derry. What the fuck ist das? Sowas kannst du doch nicht bringen, während ich gerade esse. Alter Schwede. Dieses übelst fette Grinsen und dazu dieser Schnurrbart. Hat was von Dr. Eggman, ja? Ja? Genau. Dr. Robotnik oder Eggman gehen ja beide Spitznamen. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt? Hat er mich gerade im Schlaf verletzt? Ach nee, das war Future Sight. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt aktuell der kanonische Name von Eggman oder Robotnik? Ich weiß, es fing an mit einem Namen und dann gab es mal eine Zeit lang beide Namen, aber welcher ist jetzt aktuell? Ich glaube, der hieß immer Eggman bei den Japanern und Robotnik in Amerika. Und jetzt haben die sich, glaube ich, auf einen geeinigt. Aber welcher? Robotnik, oder? Bin mir nicht sicher. Oder benutzen die immer noch beide? Ah, ich hätte einen Robotnik oder Eggman nennen können. Verpasste Chance. So eine verpasste Chance. Ich habe ihn einfach weggeklickt. Den hätte man jetzt schön benennen können. In den Filmen nennen die ihn Eggman? Nicht Robotnik? Sicher? Diese neuen Sonic-Filme, da bin ich der Meinung, da haben sie den irgendwie Robotnik genannt. Ich kann ihn an der Truhe nochmal umbenennen. Keine Sorge. Er geht uns nicht verloren. Und die Encounter gehen mir langsam schon auf den Keks.
Ich glaube, ich mache die jetzt aus. Damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Das dauert mir gerade so lange hier. Ist diese Fusionsseite noch auf dem Server? Weiß nicht, wurde sie auf dem Server gepostet? Ich kann den Link auch raussuchen, oder wenn der Xela gerade da ist, vielleicht kann er ihn noch mal posten. Wäre nicht schlecht. Ach, da oben wollen wir landen, ja. Ein bisschen weiter unten müssen wir quasi runterfallen. Okay. Im Serverchat angepinnt. Oh, das ist ja perfekt. Wer war denn so schlau und hat den angepinnt? Ah, das ist das gleiche Loch wieder gewesen, oder? Ich trottel. Oben kann es auch nicht sein. Das hier war es nicht. Wir müssen irgendwo weiter unten. Kommt man denn da unten rein? Ich hab's angepinnt. Na, siehst du mal, da war ich echt schlau, ne? Geniestreich. Aha, hier sollte man landen. Das war jetzt richtig. Pipi ab? Denkt der Pullermann schlapp? Gönn dir ein Pipi ab? Gab es noch einen anderen Weg? Welcher ist denn jetzt der richtige? Ich will der andere. Ich will nochmal kurz zurückgehen. Nur mal sicher gehen, dass ich nichts verpasst habe. Nee, da unten komme ich ja gar nicht ran. Ah ne, dann war ich doch richtig. Da war ich doch richtig. Da kommen wir jetzt erst hin. Da ist er ja. Und guck mal, wie er rumtanzt. Warum macht er das? Mew! Was? Mewtwo sagt doch nicht Mew. Was? Ich dachte, der spricht wenigstens mit uns. Level 60. Da haben wir jetzt sogar schon mächtigere gefangen mit Level 70. Und den Sprite mag ich nicht. Das ist dieser Gen 1 Sprite, ne? In Gen 1 sah der komisch aus.
Wieder so laut, ne? Dreht ruhig ein bisschen runter bei euch. Die Bosskämpfe sind einfach völlig übertrieben laut. Was? Mach. It's all changes. Achso, da waren keine Changes, ne? Der kann Stat Boost austauschen, okay. Ist ja interessant. Was ziemlich blöd ist, weil wenn der mich mit Psychic angreift und dadurch meine Special Defense senkt und dann hinterher das austauscht, dann ist er seine Special Defense gesenkt. Drinne. Ab wie viel Runden lohnt sich denn der Timer Ball? Weiß das gerade jemand? So, meine Pizza ist alle. Ich bring mal kurz das Brett weg und dann geht's hier weiter. Ach, das wäre so geil gewesen, wenn ich jetzt wiederkommen würde und er wäre im Ball. Aufgewacht. Schluck Wasser. Chaka! Das Wasser hat geholfen. Wisst ihr, der hatte bloß Durst. Der Arme sitzt hier seit Ewigkeiten in der Höhle fest und kommt nicht mehr raus, findet nichts zu trinken. Ja, da sind schon ein paar bessere. Deutlich besser. Der ist fast schon ein bisschen Chibi-Style. Oh. Ein Pokémon, das durch genetische Manipulation erschaffen wurde. Dennoch, obwohl die wissenschaftliche Macht der Menschen seinen Körper erschaffen haben, haben sie es nicht geschafft, ein warmes Herz zu geben. So kompliziert. Ach, wie nennen wir Mewtwo? So.
Fehlt Ditto. Die wollten ein Ditto herstellen. Das ist ein Mewtwo rausgekommen. So ein Mist. Wer will schon ein Mewtwo haben, wenn er ein Ditto haben kann? Läuft, oder? Gucken wir jetzt mal, wie viele Legendaries haben wir schon? Welche können wir heute noch schnappen? Celebi steht jetzt noch auf der Liste. Was? Celebi steht noch auf der Liste. Raikun wird halt ein bisschen schwer, ne? Weil der immer wegrennt. Das ist dieses typische Yoto-Mist, ne, mit dem Wegrennen. Ja, mal schauen. Also den wollten wir. Eggman oder Dr. Robotnik? Dr. Eggman. Und unser Ditto kommt in die Legendary Box. Guck mal. Da haben wir jetzt schon Mew und Mewtwo. Wir haben Burger King. Ach, das Ding wurde hat seinen Namen verloren beim Defusen. Beim Defusen. McDonald's, Burger King und das war KFC. So, hier haben wir Cresselia und Darkrai. Hier haben wir Kyurem und Reshiram. Nee, Reshiram und das andere Ding. Und das hier ist Kyurem. Ja, Hentai. Die beiden fehlen noch. Ja, ist doch schon mal eine gute Sammlung, finde ich. Hat schon mal was. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein Flug-Pokémon. Und dann würde ich sagen, springen wir einfach mal rüber in den Ilex Forest und versuchen uns da mal Celebi zu schnappen. No? Und dann kommt die Jagd halt für den Hund. Bin mal gespannt, ob das was wird.